Und sehr, sehr viele Menschen kommen auch wieder zu und sagen, sie wissen eigentlich noch gar nicht richtig, was sie wählen sollen. Sie finden das, was wir Grüne fordern, unsere politischen Ziele gut, aber sie haben auch Angst, dass es viele Veränderungen geben wird, wenn die Grünen an der Regierung sind. Noch nie zuvor waren so viele Menschen so kurz vor einer so entscheidenden Wahl noch unentschieden, was sie wählen sollen. Noch nie zuvor waren so viele Menschen hin und her gerissen zwischen einem innigen Wunsch nach Veränderung und der Angst vor Veränderung. Aber es ist natürlich ganz klar, die Veränderung, die wir kommen. Die Veränderung, die ist schon längst auf dem Weg und wir sehen die Veränderung an so vielen Stellen. Die wohl krasseste Veränderung, die wir in den letzten Jahren wahrnehmen und die wir dieses Jahr in Deutschland auch schmerzlich zum ersten Mal richtig gespürt haben, das ist die Klimakrise. Und noch in vielen anderen Bereichen zeigt sich die Veränderung, zum Beispiel bei unserem Staatshaushalt, bei unseren öffentlichen Haushalten. Wir haben einen enormen Investitionsrückstau, das zeigt sich zum Beispiel bei unserer öffentlichen Infrastruktur, bei Schulen, die wir nicht sanieren. Bei einem Rückstand in der Digitalisierung und an vielen anderen Punkten. Und die Veränderung, die zeigt sich auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen.